Herzlich willkommen zur 24. Folge Warptorio mit dem Lappen und dem Lappen. Und dem Oberlappen. Genau, mit dem Nebenlappen und dem Oberlappen, genau. Oder dem Cheflappen. Den Master Chief Lappen. Es kommt da kein Wasser mehr. Wieso kommt kein Wasser mehr? Hier fehlt ein unterirdisches Rohr. Ah, Opa hat ein kleines Problem verursacht, nämlich dadurch, weil wir zu wenig Strom haben, ist die Pumpe nicht schnell genug. Das heißt, es kommt noch weniger Wasser an. Das ist Opas Idee. Warte mal, hä? Wieso hat die Rohre abgerissen? Ja, okay. Max, jetzt machst du gerade denselben Fehler. Wenn zu wenig Wasser da ist, sind Pumpen ein absolutes Megaproblem. Weil die Pumpen dann noch langsamer pumpen, als die Rohre machen. Aber ich sehe gerade, der Strom erholt sich. Also haben wir Glück gehabt. Die Pumpen müssen hier unten auch rein, ne? Speziell aus den Tanks raus. Alarm! Die zerlegen uns! Ja, ich mach das gleich. Es kümmert euch mal lieber um die anderen Sorgen, die wir haben. Ja, Maximilian ist immer noch dabei, die Rohre zu versorgen. Also Ja, die waren alle voll. Hätte alle voll gemacht. Das hätte ich hier fest. Also die unten sind alle leer, das ganze untere rechte Dings. Ist komplett leer. Die war eben komplett voll. Okay, der Alarm hat sich aber wieder erholt. Wasser kommt wieder. Also wir haben aber wieder Wasser. Das Problem ist soweit schon mal wieder im Griff. Ja, wir müssen aber, glaube ich. Der Druck reicht trotzdem nicht, das ist ein Problem. Der Druck reicht nicht. Allerdings würde ich für abhauen. Ich baue schon ab. Okay, ich komme hoch. Wir können sowieso noch warten, bis sich die Energieversorgung wieder erholt. Gut, ich reiß wie immer Kohle ab, weil das ist ja mein Repertoire. Ist schon abgerissen. Ich nehme immer zuerst die Förderer weg und lasse erstmal noch die Leitung leer laufen und dann. Die ist schon leer gelaufen. Ja, aber Stein noch nicht. Sieht doch nicht danach aus, als wäre der Stein schon abgebaut. Doch, ist er. Ist? Okay. So, hier ist es soweit. Weg, weg, weg. Okay, dann muss jetzt die Verteidigung weg und weg los. Okay, ich reiß gerade die Verteidigung weg. Ich meine, wieder 40 Minuten sind wir auch schon hier, also von daher. So lange schon habe ich es. Mir gar nicht aufgefallen. Schütztürme müsst ihr mir schon geben. Also müsst ihr mir gleich auf jeden Fall zurückgeben, wenn wir auf der Bauplattform sind. Ja, drückt mal irgendwie auf Warp. Oh, hier ist keine Munition mehr. Das gibt's hier wohl nicht. Ja, das ist mir das Problem. Ich hab zu spät gedrückt. Jetzt reißen sie mich schön oben den ganzen Dings weg. Weil ihr viel zu spät gedrückt habt. Toll. Ganz ein Herzfutter weggerissen. Was haben sie weggerissen? Die Herzfutter reißen gerade ab, weil ihr irgendwer. Ja, ihr habt viel zu spät gedrückt. Ich hatte euch aber auch gesagt, baut den Teleporter ab. Nein. Doch? Ihr müsst ihr doch. Müsst mal ganz schnell in den Keller kommen. Hier sind die ganzen Viecher im Keller. Hä, wie kommen die denn runter? Ja, die waren auf der Plattform, also kommen die mit. Aber die können doch nicht teleportieren? Doch, die können teleportieren. Wenn die auf der Plattform stehen, kommen die mit. Durch die Treppe? Das können die? Jetzt sind sie weg. Nee, warte, sind weg. Oh, eben standen sie alle noch. Okay. Übrigens, der Vorteil, wenn man die Dinger abbaut, ist darin, ihr braucht nicht da unten in den Keller gehen, euch die Harvester erstmal wieder... Läuft der Strom schon. Stimmt, Wasser ist auch abgerissen. Wasserpumpen, okay, ihr habt das schon gesetzt, in Ordnung. Ach, immer in den falschen Teleporter hier rein, das gibt's doch nicht.
Schön. Max, du bist im Weg, ich kann nicht bauen. Wasser läuft. Ja, der Alarm bleibt auch. Drückt irgendwie auf Warp. Wir wegwarpen? Ich schlage vor, bevor wir wegwarpen, sehen wir erstmal zu, dass wir noch ein bisschen was erreichen und vor allem die Wassertanks mit Wasser auffüllen. Ja, das können wir wirklich machen. Nämlich hier ist es schon ruhig, deswegen erstmal Wassertanks mit Wasser auffüllen und wir können ein bisschen Forschung durchlaufen lassen. Ja, aber wir haben keine Ärzte mehr. Keine? Gar nichts? Wir haben Fische hier, das ist ein Fischplanet. Wir haben nichts hier. Dann wenigstens Wassertanks ein bisschen auffüllen. 19.000 Eisen haben wir jetzt noch. Und vor allen Dingen, ich muss hier die Verteidigungsanlage wieder aufbauen, es ist alles zerlegt. Ich würde sagen, die Zeit nutze ich, um das alles wieder herzustellen. Max, du hast mir gerade die Sachen wiedergegeben, aber Opa, du musst mir meine Sachen auch noch wiedergeben. Weil mir fehlt Material. Brauchst du die Sachen hingetan? Im Inventar. Okay, dann komme ich mal gleich zu dir, dass du mir die Sachen geben kannst. Hier ist alles repariert, okay, hier ist nichts kaputt. So, er ist nicht hier, dann ist er wahrscheinlich in seiner Ebene. Ja, hier ist er. Gib mir bitte meine Sachen. Steht genau da, was ist deins? Geschütztürme und Mauern. Und vor allem noch die Kohleförderer vielleicht. Weil Kohle ist ja auch meine Sache. Kohle habe ich nicht abgebaut. Kohle hast du nicht abgebaut? Doch, hast du. Okay. Doch, genau. Ja, okay. Ja, stimmt, stimmt. Oder weißt du, was ich sehe gerade? Du hast hier schon einige Schaden erlitten. Würde ich sagen, behalt die Förderer, die du eventuell hast, um das hier wieder aufzubauen. Ich baue mir neue. Ich muss leider für einen kurzen Moment abwesend gehen. Ich bin gleich wieder da. Noch einer. Gut. Das passt. Noch 16.000 Eisenerz. So, da bin ich wieder, liebe Zuschauer, es geht weiter. Also, erstmal in den Keller runter, um zu gucken, was die Wasserversorgung sagt. 52% Wasser, also Wasser ist ja da, das ist gut zu wissen. Könnt ihr natürlich tatsächlich auch Pumpen dran setzen, aber ich habe da wegen Pumpen ein kleines... Warte mal, ich habe da noch mal von einem Trick gehört. Solarpanel teste ich mal, ob ich zufälligerweise mit Solarpanelen so eine Pumpe betreiben kann. Weil ich meine, im Keller ist durchgehend hell. Das testen wir doch mal. Oh, meine Fresse. Es funktioniert. Hä? 30 Kilowatt minus 50%? Das heißt, 15 Kilowatt kriege ich im Keller, oder wie? Mal gucken. Alter. Trapper. Ich muss mir auf jeden Fall was in Sachen Pumpen was einfallen lassen. Mal noch drei weitere Solarpaneele, dann betreibe ich die Pumpen mit einer eigenen Stromversorgung. Weil die dürfen nicht ausfallen. Sag mal, haben wir nicht gar keinen Rohöl-Zwischentank? Hast du die nicht gebaut? Ich habe kein Öl gebaut.
Und wo kommt das Rohöl her in den Tanks der oberen Ebene? Frage, wo stellen wir Motoreinheiten her? Motoreinheiten Ja. hier oben In deiner Ebene, blauen okay. Flaschen. Okay, weil ein paar Motoreinheiten kann ich gebrauchen. Okay. Felix, Quatsch, Maximilian, Ja. du musst das Team umbauen. Das Öl kommt hier nicht mehr rein. Hier muss noch die Ölleitung wieder ran. Ja. So. Versuchen wir das mal hier ein bisschen aufzubessern. Da läuft War der. doch der obere, richtig ober oder der untere? Das kannst du machen, wie du möchtest, musst du mir nur sagen. Ich habe jetzt den oberen genommen. Okay. Warte mal, das ist jetzt aber. Mach, wird sowieso alles später umgebaut, weil, ja, es geht ja so ohnehin nicht. Geht jetzt irgendwo ins Nirgendwo. Verrückt. Ja, sonst kann man mich hier kein Öl und dann kriegen wir mich auch kein Plastik. Klappt so nicht. Nicht dauerhaft zumindest. Was? Ja, ich trete keinen Output, den Output nicht mehr für die Drive-Arme hin. Deshalb habe ich sie jetzt auf die Dienst-Delete auf die grünen Schaltkreise und sortiere die grünen Schaltkreise raus. Aber wenn die Kisten voll sind, werden sie sich nicht mehr raussortieren und verstopfen mir dann die Anlade. Auch nicht das Wahre hier. Funktioniert gerade momentan zwar mit zwei Stapelfiltern, aber sobald die Kisten voll sind hier oben, wird das Aber nicht wo mehr müssen die grünen funktionieren. Schaltkreise hin? Die müssen eigentlich nirgendwo mehr hin. Nach den Schalt, also hier, ach, Scheiße, so Funktioniert hier können aber. die eigentlich bleiben. Weiter müssen die nicht. Die müssen halt nur noch hier, die müssen sind nur für die Greifarme hier. So, guckst du an? Ja, aber ich krieg dann die Treiber aber nicht befüllt. Wir müssen bis zu den Greifarm. Ja. So, funktioniert das? Kriegt die Pumpe genug Strom? Es funktioniert. Greifarm? Na, von mir aus ist mir auch egal. Der Greifer braucht nichts, der auch nichts, aber die Nee, Pumpe kriegt 1,3 Kilowatt. so klappt das leider auch nicht. Warte, warte. Wartet, hier unten kann ich das aber, dass wenn die Treibarme auf den Diener auf den anderen Seite liegen, dann klappt das. Die Wasserpumpen, die hier gesetzt wurden in der Kellerebene, die habe ich jetzt mit einer eigenen Energieversorgung versehen, die dauerhaft funktioniert, selbst bei Stromausfall. Was ist denn auf dem Band hier drauf? Auf dem, wo du drauf stehst? Ja, nee, hier, auf dem Band hier. Die Kupferplatten. Die finden Gut. unterirdisches. Jetzt mal reparieren. Hier war es in Ordnung. Gehen wir mal darüber. Ah, Jetzt passt es mies, aber, viel ne? zu Ja, feucht. jetzt passt es ja. Ist das praktisch, wenn wir Türme automatisiert herstellen würden? Gut, das ist mal versorgt.
Ich habe jede Menge Billigmunition für die Kiste unten. Jetzt, nee, erstmal auffüllen. Erstmal reichen 22 davon. So, Verteilungsanlage A ist wieder in Betrieb. Nee, oh Quatsch, ich meinte Südost. Das Lager aus der Kohle ist leer gelaufen. Dann ist ja kein Input da. Klar, dass es leer läuft. Ja, schon klar. Ich dachte nur, es wäre vielleicht so ein bisschen gepuffert, aber anscheinend nicht genug. Welches Lager aus der Kohle? Südöstlicher Außenposten. Nee, südöstlich, nordöstlicher. Und der ist schon leer oder was? Ja. Machen wir hier auch weg. Machen wir hier nur noch gute Munition hin. Hast du die Flaschen schon zusammen? Nicht alle, aber ein paar. Dann lass doch erstmal die Forschung durchlaufen. Die war doch durch. War keine Forschung drin, deshalb habe ich sie reingemacht. Scheiße, welche waren das jetzt? So. Ach so, Projektilschaden heißt da. Ja, der war durch. Haben wir noch irgendwie Schaden? Feuerrate 20. Doch. 20% Feuerrate. So, ein bisschen Munition. Sobald die aufhören hier, würde ich dann halt die Feuerrate wahrscheinlich dann reinschmeißen, aber ist ja kein Problem. Einfahren. So. Passt so. Alter, was ist denn heute los? Das frage ich mich auch gerade. Was ist denn los mit dem Handy? Die Welt bei euch unter, oder was? Oh ne, heute ist DFB-Pokal. Und Bayern spielt. Achso. Bist du wohl ein paar Tore? Ja, ein paar. Man muss dazu sagen, ich bin kein Bayern-Fan. So. Das wollte ich jetzt mal ganz kurz. Verpiss dich hier. Ja, Probleme. Ich interessiere mich für Fußball überhaupt nicht. Nee, du spielst nur. Nein, egal. Was? Nein. Ich habe einfach generell kein Interesse an Fußball. Kriegt man das hier noch irgendwie anders? Dann kriege ich hier unten noch mehr Schmelzöfen rein. Die Billigmunitionskiste ist gefüllt. Brauche ich nur noch 1000. Wow, da kann ich doch schon mal mit anfangen. Max, wolltest du nicht was in Sachen Stahl machen? Hab ich doch. Ja gut, okay, die Maschinen laufen zwar gerade, aber das Fließband wird trotzdem nicht voll. Es sei denn, das ist gerade nahezu 1 zu 1. Das wird okay. Nie voll werden. Oder es in sehr langer Zeit, weil hier eine Kiste ist. Ich sehe gerade. Kannst du ja mal die Kiste wegmachen, wenn die Kiste weg ist, was beziehungsweise wenn du ausmachst, wie schnell das Netz voll ist. Ja, da siehst du nämlich. Okay, jetzt läuft es doch voll. Ja. Aber die Kiste muss halt sein, weil ich muss die halt per Hand runter zu den Motoren schaffen. Dann würde ich eher sagen, Max, die Produktion muss vermehrt werden. Es muss mehr produziert werden. Es ist eins zu es ist genug Stahl da. Es ist ganz am Ende dann. Nein, ich meinte Munition. Ach so, Munition. Ja. Wenigstens irgendwie versuchen, noch eine Maschine weiterhin zu klatschen. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht bei mir. Ja. Geht nicht, solange nicht die Warpfloor schon. Ja, okay. Warpfloor durch ist. Ich ja, den brauchen wir irgendwie alle. Ja, den brauchen wir irgendwie alle, weil ich brauche ja auch noch die Möglichkeit, dass ich hier mehr kriege. Weil die Türme dürfen einfach nicht leer laufen. Jetzt fülle ich erstmal die Türme hier mit vernünftiger Munition auf. Die billige habe ich abgegeben und jetzt findet ihr noch vernünftige Munition rein. Warte, wie viel ist da drin? 46. Na, schauen wir doch mal. Ey, ich muss mehr rein, das bringt nichts.
65. Okay, lassen wir es gelten. Ich habe keine panzerbrechende Munition mehr, aber es lassen wir mal gelten. So, die Außenposten sind repariert und wieder betriebsbereit. Und voll aufmunitioniert vor allen Dingen. Boah, Fahrschule ist zu schnell für mich. Was ist denn hier für ein Quatsch? Wer arbeitet denn hier noch mit den billigen Strommasten? Strom funktioniert wieder. Ah, er hat noch ein Level gekriegt. Stimmt, da war ja was. Was könnte man nehmen? Ach stimmt, die Kohlekiste, da war ja was. Ich erinnere mich wieder, da war ja was. Ich werde dabei die Kohlekiste und so rüber. Fahrstuhl, lass mich doch mal durch. Warte mal, das ist jetzt welcher hier? Grunde genommen egal. Ich würde mal sagen, den rechten. Oder beide. Was schaust du, Opa? Oder was suchst du, ehrlich gesagt? Ich suche nichts. Oder was beobachtest du? Ich habe mir gerade ein bisschen Plastik Haben wir geholt. überhaupt keine Kohle mehr? Gar nichts? Wir haben hier nichts. Es ist ein Fischplanet. Ich habe gemeint, ob wir auch auf als Reserve nichts mehr haben. Nur bei dir im Keller. Bei dir im Keller, wenn noch. Ja, muss ich mal nachgucken, wie viel im Keller ist. 66.000, alles klar. Ja, es wird nur gleich keine panzerbrechende Munition mehr hergestellt. Beziehungsweise wird es jetzt Stück für Stück immer langsamer, weil die Stahlschmelze keinen Dienst mehr hat. Warte mal, ich helfe dir damit. Keine Kohle. Ich bring dir Kohle. Ja, noch ist erst ein einziger Ofen, der keinen Nachschub mehr drückt. Das juckt mich jetzt nicht. Ich sorge erstmal dafür, dass du Kohle kriegst. Ja, Kohle bringt aber auch nichts. Hast du irgendwo eine Notanschlusskiste? Nee, oder? Nee. Dann schließe ich dann, ach, weiß ich, die Kohle einfach in das Lagerhaus, weil ich da oben hingeklatscht habe. Dann dürfte die Kohle wieder fließen. Es läuft doch, glaube ich, alles über dieses Hauptkohlewand, oder nicht? Ja. Ja, siehst du. Allerdings ist auch kein Eisen mehr da, scheinbar. Opa, ist das alle Das ist oder. komplett alles, ja. Alles alle! Alles alle, Verdammt! natürlich. Alles klar, dann würde ich sagen, ich Darauf reiße warten. den Boden erstmal Wasser wieder ab. Darauf Und dann warte ich seit warten wir 20 mal. Minuten, dass wir nicht warpen. Ich gucke erstmal nach, wie voll der Wassertank geworden ist. Ja, 66%, das reicht erstmal aus. Ich reiße eben den Wasseranschluss oben wieder ab und dann warpen wir. Achtung! Oh, Bleib hier auf der. wir waren sogar auf einer Insel. Ja. Bleib hier auf der kleinen Außenpostenplattform, damit ich Wasser sofort wieder anschließen kann. Nicht auf den Außenposten, auf der Hauptplattform bleiben. Oder im Keller reingehen. War ich doch vorhin An auch die auf der unten, die Außenplattform. andere Aber funktioniert. damit stürzt das Spiel ab. Geh runter in den Keller. Du darfst nicht auf Okay, der ich bin in. Außenplattform stehen. Alles klar. Der Fehler war mir nicht bekannt, dass das passieren kann. Ja, gut. Nimm doch oben einfach mal.
Habe ich vor. Hä? Nochmal, wieder ein leerer Planet? Keine Erze. Ja, stimmt. Like something is missing. Gleich weiter. Ja, würde ich auch sagen. Gleich weg. Opa kommt zurück. Es bringt nichts. Something is missing. Something is missing. Ja, das kann ja auch genauso gut sein, dass Öl fehlt und alles andere da ist. Ja, aber schau mal auf die Entfernung. Ja. Es bringt nichts. Ja, something is missing heißt ja eigentlich auf Deutsch, irgendwas wird vermisst. Ja, kann auch sein, Ressourcen. Genau, es kann sein, dass auch alles vermisst wird. Dann ist es genauso ein leerer, ruhiger Planet wie der andere auch. Aber, liebe Leute, nicht mehr in dieser Folge. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, es hat deinen Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss. Ciao.